Go, 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 go. Ein Sechser! Die Zahl bestimmt, wie oft wir uns in den Kreis dran müssen. Und zwei. Alles gut! Grüß euch Gott! Servus! Zu einer 9-Kilometer-Episode. Wir sind heute in Innsbruck unterwegs beim Parkourpark und heute gibt's die DC Parkour Challenge. Genau. Auf geht's! Die DC Parkour Challenge schaut so aus, wir werden eine Zahl würfeln, die Zahl bestimmt, wie oft wir uns in den Kreis dran müssen, mit dem Stecken und Blick nach unten. Und danach muss man ein Combo oder einen Trick probieren. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, wieso wir so eine Challenge anreißen. Aber bei Parkour und Freerunning ist es oft so, wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Line macht oder bei einem Wettkampf teilnimmt, dann macht man einfach haufenweise Moves hintereinander. Und da wäre dann irgendwann logischerweise schwindelig und wir wollen heute das Gefühl ein bisschen provozieren, das Ganze imitieren und haben uns gedacht, das ist einfach eine super Challenge, die was eine Gaudi für euch ist und für uns auch mega Spaß macht und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also, ich starte jetzt mal mit der ersten Challenge. Ich habe mir ausgesucht, dass ich einen Kork als ersten Flip mache und das Spannende daran ist jetzt, ich muss jetzt würfeln und die Würfel entscheiden quasi darüber, wie oft ich mich mit dem stecke im Kreis dran muss und wenn ich jetzt 12 würfel, dann bin ich im Arsch und wenn ich 2 Arsen habe, ja, dann ist das eigentlich eine runde Geschichte. Okay, der erste Schmäh von Philipp, der sollte im nüchternen Zustand so ausschauen. Das kriegen wir schon her. Auf geht's. Bitte 2 Sechser, bitte 2 Sechser. Wir haben einmal ein 4 und einmal ein 6er. Alter, 10 Mal. 10 Mal dran und Kork ist ja gleich ein geiler Einstieg, oder? 10 Mal, aber voll, gell? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, schneller! 5, 6, 7, 8, 9, 10, bitte! Good job! Alter, ich sehe nichts, ich schwöre. Schlimm, oder? Das ist wild. Ich wollte Schuhe setzen, habe ich noch kurz abgebrochen. wenn du 2 würfelst, das schaust du. So brutal ist es vielleicht bei einer Competition nicht, aber es kommt schon zu. Jetzt der 4, oder wie? Jetzt darfst du, ja. Sauber. Danke. Krank. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich hoffe, ich würfel 2-1. Weil, was machst du? Ich mache das Gleiche von ein bisschen Erhöhung, aber mit 2 Schrauben. Also Double Cock. Das heißt, wenn du 10 Schrauben ziehst, nachher. Das sind eigentlich 12. Hast eigentlich 5 Double Cocks gemacht vorher. Achso, ja, stimmt wahr. So sollte der Schmäh ausschauen, was der Steff gleich probieren wird im nüchternen Zustand. Ja, mal schauen, ob das jetzt so gleich auch so ausschauen wird, oder? Ich freue mich. Bis heiß. Na gut, steigen wir bei. Trau mich nicht. Da haben wir schon mal einen Sechser. Nein. Da haben wir schon mal einen Sechser. Und da haben wir einen Dreier da unten. Jawohl. Eine Schraube mehr im Salto und dafür eine Schraube weniger beim Trannen. Bringt mir genau gar nichts. Ja, jetzt bist du gescheit im Arsch, oder? Man meint vielleicht am Anfang, man sollte ein bisschen schwerere Tricks nehmen, das spektakulär für euch ist. Aber wenn der Würfel will, nachher versaut er einfach das Leben. Und wie man beim Steff sieht, in seinem Gesicht, in seiner ganzen Emotion, ist sein Leben gerade versaut. Ja. Und wir freuen uns auf einen geilen, giftigen Fail. Ich will euch ja auch was bieten. Ja, jetzt habe ich mich sicher wieder mal überschätzt. Ich glaube. Ich bin auch selber schuld. Ich hoffe einfach, dass ich auch die zweite Schraube einleite. Also, ich hoffe einfach, dass ich nicht einfach bei 1,5 stecken bleibe oder bei 1 stecken bleibe oder so. Stefan wollte schon, dass wir uns gegenseitig aussuchen, wer welche Flips macht und ich habe gleich dagegen gestimmt und habe mir gedacht, jeder sucht sich seine Sachen selber aus. Und jetzt sehe ich mal wieso. Zündung. Geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, geht schon. Boah, giftig. Ja. Geht schon. Nein, das geht nicht. Doch, tu noch mal, warte. Schnell, der Schwindel muss noch hin.
War aber gut gesaved, Alter. Oh. Alter Fuchs, nein, Alter, das ist Wahn. Aber was? Nein, Alter, da. Also, das glaubt man nicht. Nein, das glaubst du nicht. Also, das ist wirklich. Ich wollte beim ersten ziehen, aber das, da lasst du den Körper nicht zu. Weil da. Boah. Nein, da spielt gar nichts mehr mit. Aber das Commitment war geil. Ja, ich hab's probiert. Ich kann mir vorstellen, dass das giftig ist, dann Hacks auf die Kanten setzen, weil ich hab nicht mal gewusst, ob ich ihn überhaupt auf dem Boden sitze beim Abgrund. Mischung aus Kork und Double Kork, keine Ahnung was das war vom Steff, war schon ziemlich geil, glaube ich. Und ich mache jetzt da noch einen Lazy Dash drüber und dann da hinten einen Pimflip an der Wand. Das heißt, das sind jetzt schon zwei Sachen. Und wenn ich jetzt nur mal so hoch würfel wie vorher, dann weiß ich schon, wie das ausgeht, dass ich nicht einmal wahrscheinlich die Mauer triff. Beziehungsweise ist das dann ziemlich sketchy, weil du einfach nicht einmal gerade laufen kannst. Und dann kommt erst der Flip hinten noch. Auf geht's. 3, 2, 1, sendet. 5. 4 und 1. 5 ist schon eine optimistische Zahl, die kann schon gehen. Stresst mich jetzt glaube ich nicht so. Besser bei 10. Okay, so soll das Ganze dann ausschauen. Das war der nüchterne Zustand vom Gatterer Philipp. Und jetzt 6 in. Psuffenen Gatterer Philipp. Auf geht's. Wir haben 5 Runden in 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Oh, alles gut! Oh, oh. Knie, Alter! Knie! Alter! Also Problematik, wie ich das gerade erlebt habe. Schaut's mal her. Du kommst von den alten Move. Ich hab den Ding gesehen, hab mir gedacht, fuck, ich bin fitz nachend. Und dann hab ich mir gedacht, ich muss noch ein bisschen vorgreifen und hab einfach da daneben gegriffen. Und dann ist es vorbei gewesen. Also das schauen wir uns jetzt nochmal in Slow-Mo an. Also wenn dir das einmal so falsch passiert, dann ist... Dann ist vorbei. Dann ist vorbei, ja, dann ist echt vorbei. Gott sei Dank haben wir noch so ein bisschen an Werk am Boden. Aber selbst da ist einfach nicht fein. Was für ein geiles Experiment schon wieder, was wir da am Laufen haben. Ich warte gerade nur, dass der Steff zu Würfel würfelt. Ich finde das eigentlich ganz geil, dass so der Würfel über dein Schicksal entscheidet, oder? Ja. Das ist echt der Schöne. Ja, weil jetzt hat man ja gesehen, wie es ausgehen kann. Ja, und jetzt war es nicht einmal hoch. Nein. So, vielleicht ist so die goldene Mitte das Schlechteste, weil dann fühlst du dich noch halbwegs confident. Ja. Und bist es aber nicht. Ja. Was du jetzt? Ich möchte mich nicht nochmal überschätzen. Jetzt weiß ich, wie zart das ist. Wenn dann, also... Mir kommt vor, egal was du machst, wenn ein 12er Würfel schnell ist, einfach vorbei. Ja. Und das macht jetzt diese, oder was? So ein Backflip Precision auf 2,5 genau. Meter hoch. Genau. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich eine niedrige Zahl wirf. Und ja, schauen wir uns an, was ich jetzt würfel. Aber. Bleiben wir mal kurz da stehen. Dann gehen wir mal kurz hoch und zeig ihnen, wo du stehst. Also. Die machen nochmal. Ja, reißen nochmal auf. Okay, das schaut so extrem solide und gemütlich aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man da ein bisschen schwindelig ist, dass das irgendwie Konsequenzen haben könnte. Alter, was für Avenger. The strongest Avenger. The strongest Avenger. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt bewusst ist, aber wenn du jetzt eine hohe Zahl würfelst, kannst du einfach sterben. Man hat gewürfelt. Und 4! Jawohl! Alter, wir haben da einen Vierer und einen Einser, was echt geil ist, weil jetzt hat er irgendwie Chancen, dass er es überlebt. Ja, Gott war bei mir krank. Jetzt warten wir erst einmal, gell? Ja, 5 ist jetzt auch nicht so. Weißt du, wer das letzte Mal 5 gehabt hat? Du? Ja, weißt du, was ausgegangen ist, oder? Ja, so. Aber ich glaube, bei dir geht das jetzt nicht so aus. Nein. Sondern viel schlimmer. Ja. 5-mal dran jetzt für die, auf die Mauer und dann schauen wir hinzu. Countdown bitte! 3, 2, 1, geht los! 1, 2, 3, 4, 5. Aber nicht geil! Nicht geil! Aber gesaved, Alter! Ja, gesaved, ja. Die Hände waren schon mal am Boden. Also über 5 Drehungen, da war es schon wieder anders. Es ist genauso. Wenn das jetzt so 10 Runden, 10 Runden gewesen war nachher. Hat es dich so angeschmatzt? Hat es mich echt angeschmatzt, glaube ich. Geil. Weiter zur nächsten.
Jawohl. Okay, wir sind jetzt fertig mit den zwei Challenges und jetzt haben wir noch eine Challenge und zwar einen Speedrun durch den ganzen Parcourspark. Einmal ganz bis da nach hinten und wieder zurück. Und wie der ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. Okay, jetzt gibt es einen kleinen Course-Preview vom Speedrun und so sieht das Ganze nüchtern ausschauen. Oh, Ehre! Oh. Oh. Okay. Ich hoffe, der Steff hat 1000 Umdrehungen und ich eine. Das ist wieder sowieso keine Leibe. Ich werde jetzt in die Runde einstarten. Wir werden jetzt beide halt würfeln und dann geht es darum, wer die schnellste Zeit hat. Der Verlierer kriegt eine fette Bestrafung, die ihr euch aussuchen könnt. Jawollo! Bitte, Jesus, hilf mir jetzt. Komm jetzt. Ja. Ja! And we are the champions. Ich komme jetzt 10-mal dran. Für einen Speedrun. Sowieso. Da ist dein Stecken. Danke. Und rein da. Und rein da. 10. Countdown in 3, 2, 1, go! Schneller, 7, 8, 9, 10. Go, 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 go. Alter! Ende war strong! Alter! Ach so ein Dreck! Richtig geil! Aber eigentlich brauche ich nicht lachen, wenn ich jetzt irgendwas herauswürfel oder die gleiche Zahl, dann ist es einfach irre. Okay, meine Zeit war 24,5. Haben wir gerade nachgeschaut. Und der Stefan hat die Zeit sozusagen zu unterbieten. Das ist relativ langsam auf die kurze Distanz. Aber wenn der Stefan jetzt richtig Scheiße baut, beziehungsweise auch 12 würfelt oder so, dann war vielleicht noch was drin. Aber ich habe bei den Stangen einfach viel liegen lassen. Ende war ganz gut, aber ja. Ich glaube, das kriegt er schon her, egal wie viel das er würfelt. Sehen wir. Maffi. Einmal eins und einmal drei. Ich geh heim. Gratuliere zum Sieg. Jetzt tun wir mal. 3, 2, 1, geht los. 1, 2, 3, 4, 4. Ah! Ja, das ist auch unfair, gell? Seien wir nicht fest. Hört das? Oh, upsala! Wow. Okay, ich denk die ganze Zeit. Das ist eine gescheite Sau. Nein, ich hab dich lieb. Ich hab dich so lieb. Gleich dich! Wenn man so einen Scheiß zusammenwürfelt wie du, dann kommen allein Blätter danach. Ah, brutal. Würfel halt nochmal. Ja gut, das war's jetzt von der Skillmod-Episode. Es war wieder ein richtig kranker Tag in Innsbruck. Es hat extrem viel Spaß gemacht und die Dizzy Parkour Challenge, muss man echt sagen, der hat es wirklich in sich und der ist echt tricky. Und ich persönlich hätte nie gedacht, dass es so schlimm ist. Ich auch nicht. Also probiert das gerne mal daheim aus, mit so einem Stecken dran einfach. Kennst du ohne Salters? Genau, vielleicht auch keine Salters oder so. Aber probiert es gerne mal aus, dass du mal siehst, wie schwindelig das da ist. Weil ich glaube, vielleicht sieht man das nicht so im Video, aber das Gefühl ist irre und da dann noch ein Salto machen, ist einfach komplett gestört. Ja, so. Ja, wirklich. Also mit viel Kontrolle hat das nachher nichts mehr zum Tun. Genau. Ja. Dadurch, dass ich leider verloren habe, ist es jetzt so, dass wir ja vorher so groß angekündigt haben, dass es für denjenigen, der verliert, eine Bestrafung gibt. Von dem her könnt ihr es in die Kommentare wieder reinschreiben, was eigentlich so lustiges einfällt, was ihr als Bestrafung machen könnt. Und ihr könnt dann eigentlich entscheiden, ob man
die Bestrafungen alle zusammenkommen lassen sollen und so eine riesen Episode wie beim letzten Mal machen sollen oder ob wir einfach bei der nächsten Episode, wo wir das Kommentar dann lesen oder so, die Bestrafung in der Episode inkludieren sollen. Ja. Genau. Wenn euch die Episode gefallen hat, nachher vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu kommentieren und vergesst nicht unseren Channel zu abonnieren. Und was müssen wir noch machen? Kirchenglocken aktivieren. Genau, damit ihr nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich und haut's rein. Auf Wiedersehen. Was? Da wollte ich jetzt einfach wirklich nochmal beten und hoffe, dass ich kleine oder. Und hoffe einfach, dass ich weniger zahlen will. Eine niedrige.